Hey ho, meine Lieben, heute gibt's einen McMuffin-Nachbau. Hier in meiner kleinen, aber feinen Küche. Habe ich zwar schon vor Ewigkeiten einmal gemacht, aber ist schon ewig her. Und welchen habe ich ausgewählt? Den, wo noch Patty mit drin ist. Genau. Gehen wir rüber und legen wir los. So, Freunde, da haben wir eigentlich schon alles, was wir benötigen. Bis auf hier noch eine Pfanne und ein bisschen Butterschmalz drin schmelzen. Ich habe hier 300 Gramm Hack. Das tun wir jetzt ein bisschen salzen und pfeffern, ein bisschen vorwürzen sozusagen. So wie beliebt. Das kann jeder für sich entscheiden. Und aus dem machen wir exakt zwei Patties. Für was nehme ich da überhaupt eine Schüssel? X 300 Gramm. Aber was soll man machen, wenn man einen Einzelhaushalt hat? Naja. So. Oder ein Solo-Haushalt. Single-Haushalt, genau so heißt's. Aber das haben ja leider manche Leute noch nicht kapiert. So. Da machen wir uns jetzt ein schönes Patty draus. Auch. Beziehungsweise das kommt nochmal in den Kühlschrank, tue ich in Folie rein, das mache ich mal etwas später und das hier mache ich mal gleich. Achso, dann weiter geht's. So Dinkeltoasties hier, die sind gar nicht teuer, die sind lecker, im Prinzip dieselben Brötchen wie es beim Goldenen M auch verwendet werden. Drei Scheiben Bacon habe ich. Das kann nicht genug sein. Zwei Scheiben Käse. Schmelzkäse. Ein Cheddar und ein Almkäse. Und ein Ei mit einer Ringform. Und ja. Dann heize ich mal die Pfanne vor und gehe mal rüber an den Herd. Und das kommt einfach nur in den Toaster rein. Ja, dann fangen wir mal hier bloß mit dem Bacon an. Beziehungsweise eins nach dem anderen reinschmeißen, reinwerfen. Meine Schuhe furzen schon wieder. Weg damit. Trägt es mir auf. So. Und hier drüben können wir auch gleich das ein Förmchen reinstellen, damit wir ein schönes rundes Ei bekommen. An das Ei tue ich gleich noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika ran. So wie ich das mag. Randale, Randale. Und ihr bratet euch den Bacon genau so lang an, so weit wie ihr das möchtet. Genauso mache ich das nämlich jetzt auch. Genauso wie das Ei. Können wir mittlerweile aus der Form rausmachen. So,
Becken auf die Seite. Hilfe! Sollen. Naja. So, jetzt muss bloß noch mein Patty fertig werden. Aber wir gehen jetzt schon mal wieder auf die andere Seite rüber, wo wir schon mal anfangen vorzubauen. So, und da haben wir die Brötchen. Ist auch soweit fertig. Genau hier streiche ich ein klitzekleines bisschen Butter drauf. Warum? Weil ich das gern so mag. Dann tun wir unten ein Scheibchen Käse drauf. Ja, das ist Unterteil, das ist Deckel oder andersrum. So. In welcher Reihenfolge man den zusammenbaut, ist ja eigentlich egal. Wäre es ein normaler McMuffin, zuklappen, essen, fertig. Aber ich wollte ja einen mit Patty haben. Ja. Übrigens Hackfleisch gemischt. Mhm. Tja, hätte ich das Patty mal ein bisschen dünner gemacht. Heiß, heiß, heiß. Heiß. Aber ich bin ja gar nicht so blöd, wie ich aussehe manchmal. Einmal auseinanderschneiden und nochmal schnell draufhauen. Memo an mich selbst, nächstes Mal etwas dünner machen. Und fertig ist ein selber gemachter, ja, McMuffin. Oh, lecker. Ab in Hals. Absolut lecker. In der Dimension ja, schon fast eine Sauerei zum Essen, aber geil. Tja, Freunde. Ich hatte heute einfach Bock auf so ein Teil, beziehungsweise auf zwei. Den zweiten mache ich mir nachher noch. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Schauen wir mal, was es als nächstes gibt. Und irgendwie ist die Bude jetzt ziemlich verquarzt. Ja, vom Braten. Tja, was soll ich sagen? Ganz einfach und lecker selber zu machen. Da muss ich nicht in der Früh mich rausquälen am Samstag oder Sonntag und zu Mac fahren. Ja, das mache ich mir doch selber. Ja. Okay.
sind wir am Ende vom Video angekommen. Leute, ich wünsche euch was. Ich hole mir jetzt noch ein kleines Tellerchen raus, damit ich hier nicht alles so voll sapper. Und dann gehe ich auf meine blaue Couch oder vor meinem PC und tue das Teil gemütlich essen, bevor ich mir nachher den nächsten baue. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.